Hallo und herzlich willkommen im Brauhaus Binkert. Schön, dass ihr reinschaut. Heute erzählen wir mal ein bisschen mehr von uns. 2011 stand Breitengüßbach auf einmal ohne Brauerei da. Das ist in Oberfranken ein absolutes Unding. Schlimmer, wie wenn die Kirche zugesperrt wird. Also keine Brauerei im eigenen Dorf, das geht überhaupt nicht. Dazu kam noch, dass unsere Kinder eigentlich aus dem Gröbsten raus waren und die Liebe zum Bier halt schon immer im Vordergrund gestanden ist. Und meine Frau und mich hat diese Liebe nie verlassen. Es lag also näher als der Gedanke, Mensch, dann machen wir halt eine eigene Brauerei. Frei nach dem Motto, das, was wir da nicht schaffen, das müssen wir halt verkaufen. 2012 gingen wir also in die Vollen und haben hier auf die grüne Wiese eine Brauerei gebaut, nach modernstem Stand der Technik. In der Region mit der größten Brauereidichte der Welt sicher alles andere als langweilig. Das Malz aus Bamberg, der Hopfen aus Spall, die Hefe und das Wasser von hier. Dazu heizen wir dann noch mit Holz aus dem Frankenwald und kühlen mit dem Strom von den Windrädern aus der Region, das Ganze auf einer Anlage von Schulz. Also was will man denn mehr? Nachhaltiger und regionaler kann man eigentlich gar nicht mehr brauen. Aber heute geht es vor allem um den Hopfen. Tja, das ist ein Lieblingsthema der Brauer. Der Hopfen ist das Gewürz, nämlich was wir zum Brauen verwenden. Und einmal im Jahr leisten wir uns dann tatsächlich einen wahrhaft geilen Bock, wie ich immer sage. Gebraut mit grünem Rohhopfen, direkt gezupft im eigenen Garten. Franken war einmal das größte Hopfenanbaugebiet der Welt, das wissen die wenigsten. Aber mit der kleinteiligen Landwirtschaft waren die Franken einfach nicht mehr konkurrenzfähig, als dann die Drahtanlagen aufkamen. Und so ist hier, also in Breitengüßbach in den 70er Jahren, glaube ich, war das der letzte Hopfengarten stillgelegt worden. Nur im Spalter Hügelland hat sich ein kleines, aber wenn nicht sogar das feinste Anbaugebiet der Welt behaupten können. Pünktlich zum Bockbieranstich Ende Oktober ist der Grundstoff ehrlichen Glücks dann aber auch reif und es kann zum Bockbieranstich übergegangen werden. Frei nach dem Leitbild, die wichtigste Eigenschaft von Bier ist der Durst auf ein zweites und das gilt natürlich auch für Bockbier. Also würde es mich freuen, save the date, Brauhaus Binkert Pandemic Bockbieranstich 2021 am 23.10. hier bei uns in Breitengüßbach. Wohlbekomm's, euer Jörg.